Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zusehen. Freunde, wir sind heute am Start mit dem Ehrenbruder MI endlich mal wieder. Und zwar mit dem Song Dämon, produziert von Cobra. Wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen krank. Check gerne mein Instagram ab. Ich bin aktuell im Urlaub. Dort kommen jeden Tag irgendwelche lustigen Stories, je nachdem. Ja, wo ihr seht, was wir machen, was passiert, was für lustige Sachen vielleicht an irgendwelchen Abenden passiert sind. Und checkt das gerne ab, falls ihr wollt. Würde mich sehr, sehr doll freuen. Ansonsten, Freunde, würde ich sagen, hören wir jetzt rein bei MI mit Dämon. Ich bin sehr gespannt. Ihr wisst, MI ist jemand, den wir früher häufiger abgecheckt haben, den wir jetzt in Zukunft auch wieder häufiger abchecken werden. Ich hatte da in meiner Reaction zu Billy ein bisschen was zu gesagt. Die müsste schon online sein. Dass ich wieder mehr, beziehungsweise gemerkt habe, ich muss viel, viel weniger auf Klicks achten und einfach auf das hören, worauf ich Lust habe, so was ich hochladen will, was ich machen will, so. Und da ist MI mit ganz weit oben. Deswegen hören wir jetzt rein bei seinem neuen Song Dämon. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Fängt ganz anders an, als ich dachte. Ganz anders. Ganz anderer Beat, als ich dachte. Rap für die Fam. Okay. Sie spielen mir ein Game. Sie liebt wie ich spiele. Arroganz in ihrem Face. Ich hab was ganz, ganz, ganz anderes erwartet, ey. Diese Stimmlage, dieses leichte Elektromäßige da drin irgendwie. Ganz anderes. Real Talk, ich bin ein bisschen überrascht. Sie spielen mir ein Game. Sie liebt wie ich spiele. Ganz in ihrem Face, doch geht unter gegen die Waves. Sie will neues Champagne, ich will Gold. Sie will Geld, sie will Fame. Ich ein Haus, eine Frau, einmal Gold mit der Range. Hat ein iPhone unter dem Crop Top, will Hotbox im Beamer. Oha, ey, aber ich fühle, es kommt sehr, sehr gut auf diesen Beat. Das ist so ein Beat, auf den ich mir auch Detox hätte gut vorstellen können. Aber er kommt sehr, sehr gut auf diesen Beat, Mann. Und ich find's immer wieder bewundernswert, wie viel MI aus Stock-Footage rausholen kann, dass es gut aussieht. Egal was sie sagt, sie hat recht, denn sie ist Kopfschrott-Kaliber. Guck, sie wickelt mich um den Finger, sagte Baby, das für ich. Für mich, so, ich muss dazu aber sagen, Beat minimal zu laut, beziehungsweise MI minimal zu leise. Das verschwimmt so ein bisschen. Ich mag es immer lieber, wenn die Stimme ticken, sich abhebt vom Beat. Und zwei Tage später fickst du diesen Spinner. Doch sie war so verliebt. Ich zieh noch an mit Kippe. Doch das war das letzte Mal, dass du mich hier wieder siehst. Okay. Sie war eine Ruhe, doch das hab ich erst im letzten Augenblick hier gebiert. Okay, ich bin ehrlich, die Hook ist nicht ganz so mein Fall. Die Hook fühle ich nicht so sehr. Aber ansonsten, ich bin überrascht, Mann. Ich finde es gut, dass MI so ein bisschen was anderes ausprobiert. Ich habe die letzten ein, zwei Songs, muss ich ganz ehrlich sagen, auch leider nicht gehört. Deswegen weiß ich nicht, ob er sowas in der Art schon mal gemacht hat. Es ist immer noch die MI-Handschrift, so ist es nicht. Es ist jetzt nicht komplett was ganz anderes. So. Aber ich finde es gut, weil es schon irgendwie sich ein bisschen abhebt. Wie gesagt, Hook bis jetzt nicht ganz mein Geschmack, muss ich vielleicht auch öfter hören. Aber ansonsten, der Part davor und Kombination mit dem Beat gefällt mir gut. Sie war wie ein Dämon in meinem Kopf, hat mich gebrochen. Oh ey, seine Stimme ist so schön. Doch keine Ehre. Sie weiß nicht, was sie will, braucht mich am Telefon. Hier ist die Stimme angenehmer vom Gefühl her. Hier ist sie ein bisschen impulsiver. Zu mein Pen, doch drei Typen zum Chillen. Nachts im Hi-Hat, die Band. Alles high-class wie ein Film. Oh, ich liebe seinen Flow, Mann. Alles high-class im Film. Ey, diese kleinen Pausen, die er einbaut, liebe ich. Pen, doch drei Typen zum Chillen. Nachts im Hi-Hat, die Band. Alles high-class wie ein Film. Und dann wird das Barbie-Girl die Eiskönigin. Sie schreibt mir eine Message, doch ich lass sie nicht mehr ran. Sie schiebt erst Depression und benimmt sich wie ein Mann. Steht sie vor mir, pullt den Trigger ihrer Gun. Beat ist wunderschön, Mann. Beat von Cobra, ja. Sagt mir leider nichts, aber Beat ist wunderschön. Wunderschöner Beat. Plötzlich steht sie vor mir, pullt den Trigger ihrer Gun. Doch ich fang die Kugel ab und breche ihren Bann. Doch sie war so verliebt.
Also den Einstieg in die Hook fühle ich zu 100%. In der Hook selbst ist es mir ein bisschen die Wort... Digga, was mache ich einfach so? Halbe Spaghetti hier gerade erfunden. Die Sache ist ein bisschen zu lang gezogen. So, das mag ich immer nicht so gerne, wenn da so 8-mal High drauf ist und so. Das so verschwimmt. Da bin ich persönlich kein Fan von so. Ich zieh noch an der Kippe, doch das war das letzte Mal. Ey, aber ansonsten guter Song. Ey, aber ansonsten ein wirklich guter Song. Wirklich was anderes. Ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Ich muss sagen, wie gesagt, ich bin kein kompletter Fan von der Hook. Der Einstieg in der Hook gefällt mir sehr gut. Ich finde, Maisel kommt auf dem Beat extrem gut. Im zweiten Part gefühlt war seine Stimme ein bisschen angenehmer noch als im ersten, weil da ein bisschen mehr Druck hinter war, es ein bisschen impulsiver war. Aber ich finde es gut, dass er einfach ein bisschen was ausprobiert. So. Ich mag das sehr gerne, wenn Leute so hin und her probieren. Ist vielleicht nicht meine Favorite-Richtung von MI, aber ich würde es trotzdem als sehr gut bewerten, so vom Ding her, dass er einfach guckt, okay, ich mache jetzt mal das, ich mache mal das. Ich liebe es, wenn Künstler sich ausprobieren, so einfach, wisst ihr? Also wie gesagt, nicht mein Favorite-Song, der wird vielleicht auch nicht in meine Playlist schaffen, so. Aber ich will ihm trotzdem Respekt dafür geben, dass er was ausprobiert. Und ich finde, er kam trotzdem sehr gut auf diesen Beat. Der Beat ist wunderschön. Wie gesagt, war den zweiten Part ein bisschen besser als den ersten. Und die Hook war nicht so ganz meins, aber der Einstieg in die Hook war gut. Und ja, man, ansonsten, ey, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Wir werden uns in Zukunft mehr von Elmar wieder geben, wie gesagt. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Zeit. Vielleicht habt ihr auch gerade Urlaub. Ferien haben die meisten ja, die Schule haben. Und check gerne Instagram ab, falls ihr sehen wollt, was so bei mir abgeht. Ansonsten habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer, Freunde. Und ciao.